Thomas Drozdler, der neue Bundesgeschäftsführer der SPÖ, über Randy Wagner, Kern und Co. Ja, der erste Gast bei Fellner Live an diesem Montag ist jener Politiker, der in den letzten zwei Wochen am meisten in den Schlagzeilen war, auch am meisten zu tun hatte, auch das größte Chaos aufzuräumen hatte, muss man sagen, Thomas Drozdler. Wir kennen ihn noch als Medien-, Kanzleramts- und Kulturminister der Regierung Kern. Dann war es ein bisschen still, da waren sie im Parlament sehr eifrig unterwegs in diversen Ausschüssen. Und dann ist sozusagen das Schicksal des SPÖ-Bundesgeschäftsführers über sie gekommen und seither, glaube ich, haben sie nicht sehr viel schlafen können, so wie es drüber geht in der Partei, oder? Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Ist ehrlich gesagt, wenn Sie das als schicksalhafte Entscheidung nennen, dann muss ich sagen, es ist tatsächlich eine Lebensentscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich habe sie gern und aus Überzeugung getroffen, weil ich den Eindruck habe, ich kann da vieles von dem, was ich in 25 Berufsjahren gelernt habe, einbringen. Weil ich muss sagen, Sie waren ja immer ein super Manager, zum Beispiel zum Schluss Vereinigte Bühnen Wiens, die Ihnen ja da den großen Erfolg, den Sie derzeit haben, verdanken. Aber das ist jetzt natürlich eine Herkulesaufgabe, die Sie da am Hals haben. Man sollte eigentlich ganz am Anfang anfangen. Der Anfang ist ja eigentlich diese verlorene Wahl der SPÖ, die diese Partei weitwund gemacht hat. Ja? Da muss man sagen, da hätten ja eigentlich Sie den Wahlkampf machen sollen, wenn ich das hinter den Kulissen richtig gesehen habe. Und irgendwie sind sie dann, kurz bevor es losgegangen ist, von der Bühne verschwunden. Das Ganze ist in ein Chaos versunken. Und sie sind mit ihrer ganzen Wahlstrategie, die sie hatten, samt ihren Mitarbeitern, die ja da schon alle aufgestellt waren, nicht mehr vorgekommen. Ist das richtig? Also ich will da jetzt nicht zurückschauen, weil naja, der Wahlkampf... Schon, das hat ja alles miteinander zu tun. Ich verstehe das journalistische, das journalistische Interesse dran, aber ich glaube, dieser Wahlkampf liegt jetzt hinter uns. Er war wahrhaftig kein Ruhmesblatt und es hat gravierend an Professionalität gemangelt. Ich verstehe meine Aufgabe als Bundesgeschäftsführer so, für diese Professionalität damals, ne? Sie hätten den machen sollen, ich meine, das kann man ja sagen, ist ja nicht verboten. Ne? Sie hätten den machen sollen und dann sind sie plötzlich verschwunden. Aus was immer für Gründen, die wollen wir mal beiseite lassen, dann kam der Silberstein und alles Mögliche, nur kein Drozdler. Gut, also ich war damals in der Funktion, wie Sie ja richtig gesagt haben, des Kunst-, Kultur-, Verfassungs-, Medien- und Kanzleramtsministers. Es hätte eine Begründung dafür gegeben, dass ich mich da einbringe, weil Peter Altmaier hat beispielsweise auch sich sehr stark in den Wahlkampf von Angela Merkel eingebracht. Ich wäre zur Verfügung gestanden, es wurde anders entschieden. Das Wahlkampfmanagement war bei Georg Niedermühlbichler und in der Folge dann auch bei Thal Silberstein. Es ist Spilled Milk, das weiter zu erörtern. Das ist, weil Sie hatten damals ein super Team und ein super Konzept und da beginnt ja eigentlich die ganze Story, auch Ihre heutige Story, weil viele in der SPÖ natürlich wissen, dass Sie damals startbereit gewesen wären, diesen Wahlkampf zu machen und dann ist das Ganze irgendwie verschüttet worden. Spilled Milk, würde ich sagen. Ja? Und dann kam die Niederlage, die ja allen sehr wehgetan hat, ich glaube auch Ihnen persönlich, weil plötzlich war das Ministerium weg, Sie konnten nicht mehr managen, ne? Richtig? Ja, ich habe sozusagen jetzt die letzten 6 bis 8 Monate als stellvertretender Clubobmann meinen Beitrag zu leisten versucht. Als Mediensprecher, wie Sie wissen, habe ich ja da auch eine Medienkonzeption ausgearbeitet, wo man sagen muss, von der Regierung gibt es bis heute kein Konzept. Ich habe es als oppositioneller Sprecher gemacht. Ich war da kurz vor der Umsetzung auch als Bundesminister. Ich habe versucht, dort in dem Bereich, in dem ich tätig war, meinen Beitrag zu leisten. Jetzt hat mich Pamela Rendi-Wagner eingeladen, diese Funktion zu übernehmen. Jetzt waren Sie eine Zeit lang Kerns engster Mitarbeiter, auch irgendwie seine Erfindung. Ja. Sie haben ja mit diesem Rücktritt nicht gerechnet, oder schon? Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mit dem Rücktritt gerechnet, aber es gab natürlich Signale, dass er auf Dauer diese Funktion nicht weiter begleiten möchte, insbesondere die Funktion des Oppositionschefs nicht begleiten möchte. Das haben Sie gespürt? Das habe ich gespürt. Und auch registriert. Man muss sagen, das Timing war natürlich ein Riesenproblem, bei 2,5 Wochen vor einem Parteitag anzukündigen, dass man nicht als Parteichef zur Verfügung steht, ist vom Timing schwierig. Um suboptimal, mal vorsichtig, suboptimal, um es noch vorsichtiger und besser zu formulieren. Aber letztlich ist es seine persönliche Entscheidung gewesen, die ist zu respektieren. Er hat sie für sich getroffen.
Ich glaube, er hat sie auch familiär getroffen. Persönliche und private Gründe sind am Ende immer respektiert. Jetzt muss man sagen, Sie haben das gespürt, dass er nicht mehr will. Sie haben das gespürt und haben deshalb auch ein Konzept entwickelt. Das muss man ja sagen, weil das war ja dann das Spannendste an der ganzen Sache, nicht? Ihr Konzept war ja, Christian Kern soll EU-Spitzenkandidat werden. Also, das war eine Idee, die Sie mal in den Raum gestellt haben und die dann sozusagen ihre Wirkung entfaltet hat. Also das waren Ideen, die wir in einem kleineren Kreis einmal diskutiert haben und auch mit Christian Kern diskutiert haben. Er hat da verhalten darauf reagiert, um ehrlich zu sein. Ja. Und hat sich aber dann entschieden zu sagen, er geht diesen Schritt und er stellt sich da nach vorne und stellt sich an die Spitze einer Wahlbewegung für Europa. Ja, genau, was ja toll gewesen wäre, was weil toll. Sie gespürt haben, da können wir gewinnen, nicht? Das war eine trotz der Analyse. Ich halte Christian Kern für einen der besten Wahlkämpfer des Landes, für einen wirklich gewinnenden Frontrunner. Und ich glaube, dass er da auch auf europäischer Ebene Chancen gehabt hätte, zu überzeugen. Ja, und jetzt tritt der Christian Kern zurück. Die Partei ist im Chaos, kann man sagen. Und es kommt Randy Wagner. Der Vorhang geht auf und völlig überraschend kommt Randy Wagner. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Sie das sehr stark mitgeprägt haben, weil Sie ein großer Fan der Pamela Randy Wagner sind. Ich glaube, es ist nach 130 Jahren Sozialdemokratie an der Zeit, eine Frau als Vorsitzende zu kandidieren. Es ist an der Zeit, wieder eine Ärztin zu kandidieren. Ich meine, Sie wissen, Viktor Adler, der erste Vorsitzende, war Arzt. Pamela Randy Wagner ist eine Ärztin. Und ich glaube, dass Sie mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem Charisma, mit ihrer Empathie und mit der Art und Weise, wie sie auf Menschen zugeht, die richtige für diese Funktion ist. Und Sie sind ein Fan von ihr, muss man ich sagen. Bin, sie sind ja mit der Familie eng befreundet. Ich glaube, Sie sind sogar Trauzeuge. Oder nein, so. Ich bin nicht Trauzeuge, aber ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwie ist da mit Trauzeugen und so, ist die Familie verbunden. Und der Mann von Randy Wagner hat ja bei Ihnen im Ministerium gearbeitet, muss man ja fairerweise sagen. War bei mir Kabinettschef. Ich habe sozusagen eine große persönliche Sympathie und ich habe auch ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr, weil das ändert ja, jetzt kann man mir Befangenheit unterstellen. Da soll ja nichts Schlechteres passieren als Befangenheit für den eigenen Chef in dem Fall. Aber objektiv muss man sagen, sie ist eine hervorragend qualifizierte Kandidatin und ich habe sie jetzt die letzten Tage ja auch begleitet zu diversen Parteisitzungen, beispielsweise zum Niederösterreichischen Parteitag, wo sie mit Standing Ovations nach ihrer Rede verabschiedet. Wir waren in Wiener Parteivorstand und Sie haben ja berichtet über sozusagen die Diskussionen, die es in Wien gab und sie hat große Zustimmung gehabt, sie hat sehr überzeugt, sehr sympathisch die Funktionärinnen und Funktionäre für sich vereinnahmt und wir waren im steirischen Parteivorstand vergangenen Freitag und auch da hat man gespürt, wie positiv die Stimmung ist und wie sehr ihr die Herzen zufliegen und ich verstehe das auch, warum das so ist. Und jetzt haben Sie die undankbare Rolle des Parteigeschäftsführers übernommen. Ja, ich meine, da gibt es lustigere Jobs derzeit in Österreich, würde ich sagen. Sie sind jetzt SPÖ-Parteigeschäftsführer, heißt SPÖ-Geschäftsführer oder was ist der offizielle Titel? SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Bundesgeschäftsführer. Ja. Und ich meine, das ist eine Herkulesaufgabe. Also ich muss sagen, das ist eine Aufgabe, der ich mich gerne stelle. Ich bin seit 40 Jahren Mitglied der Partei, habe als Jugendlicher begonnen, Feste in einem kleinen Ort in Oberösterreich zu organisieren. Als erster den Ostbahnkurti nach Traun geholt, war dann im Verband sozialistischer Studentinnen und Studenten. Als ich mein Studium in Linz absolviert habe, der Volks- und Betriebswirtschaft, war in der sozialistischen Jugend und habe dann für zwei Bundeskanzler gearbeitet, für Franz Franitzky, aber auch für Viktor Klima. Also ich kenne sozusagen die Politik gut, ich kenne die Partei gut, war, wie Sie richtig sagen, zwei Jahrzehnte im Management großer Kulturbetriebe und habe mich natürlich gefragt, wie man sie immer fragt vor beruflichen Entscheidungen, ob das etwas ist, was man gerne macht und was man kann. Und ich habe sozusagen beide Fragen mit Ja beantwortet und daher sitze ich jetzt da und freue mich über diese Aufgabe. Das ist eine gewaltige Herausforderung, weil Sie müssen diese Partei ja wieder zur Nummer 1 machen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, die ist derzeit der Sauhaufen. Ja. Also selbst der Christian Kern hat im Sonntagsösterreich gesagt,
diese Partei hat keine Chance, wenn sie nicht zur Einigkeit zurückfindet. Ja? Also, und diese Einigkeit müssen Sie jetzt schaffen. Das wird ja ganz, ganz schwierig werden. Wir haben jetzt gestern eine Präsidiumssitzung gehabt, wo große Einigkeit geherrscht hat und eine klare Ausrichtung auf politische Zielsetzung. Weil ich muss sagen, diese Debatten über Strukturen und über Personen sind jetzt abgeschlossen und ich bin froh, dass sie so rasch abgeschlossen werden konnten. Sie wollten und meiner Einschätzung Sauhaufen heftig widersprechen. Das ist sozusagen, das ist that goes without saying, wie die Briten sagen würden. Wir haben jetzt eine sehr schwierige, nachgerade traumatische Situation erlebt. Traumatisch. Durch den Nichtantritt Christian Kerns und durch die völlige Verunsicherung, die daraus resultierte. Und da muss man die Partei verstehen, dass das für die Partei eine schwierige Situation ist. Ich glaube aber, und deswegen habe ich Niederösterreich erwähnt, habe Wien erwähnt und habe die Steiermark erwähnt und habe das gestrige Präsidium erwähnt, es geht jetzt darum, nach vorne zu schauen. Die Personalentscheidungen sind getroffen. Und jetzt geht es darum, wieder über Politik zu reden, weil ich muss sagen, weder unsere Wähler noch ihre Seher interessieren sich für diese personellen Feinheiten über Gebühr. Ich glaube, am Ende geht es darum, wer steht für welche Inhalte, wer steht für welche Politik. Und da haben wir gestern auch eine klare Ausrichtung für die Herbst- und Frühjahrsarbeit beschlossen. Wir haben gesagt, wir wollen die drei Themen leistbares Wohnen, das ist eines der wichtigsten Themen für die Mittelschicht. Höchste Zeit, dass da einer draufkommt, muss man sagen, Junge, das hätte schon im letzten Wahlkampf eigentlich ja sein sollen, wenn ich Ihr Konzept richtig gekannt habe. Ja. Ist ein wichtiges Thema und ich habe es immer für ein wichtiges Thema gehalten. Das zweite Thema ist das Thema der Facharbeiteroffensive und des Facharbeitermangels. Ich bin im Sommer sehr viel in Österreich unterwegs gewesen. Sie können mit keinem Firmenchef, mit keinem Hotelier, in keinem Restaurant an diesem Thema vorbei. Ja. Es ist sozusagen ein Thema, dass wir de facto wirklich die Fachkräfte fehlen. Jetzt gerade in einer boomenden Wirtschaft ist das wirklich wachstumshemmend und ein Riesenproblem. Und drittens geht es um die Frage der guten Pflege und der leistbaren Pflege im Alter, weil ehrlich gesagt jeder mit diesem Pflegethema in irgendeiner Form in Verbindung kommt. Entweder selbst mal pflegebedürftig werden könnte oder pflegebedürftige Eltern hat. Das heißt, und dieses, Sie wollen nach vorne schauen, drei neue wir Themen werden setzen. Wir nach vorne schauen und werden bevor diese Themen setzen. Bevor wir dazu kommen, im nächsten Einstieg noch ganz kurz. Wie stark hat Christian Kern dieser Partei geschadet? Christian Kern hat der Partei nicht geschadet. Christian Kern hat die Partei jetzt in den letzten drei Wochen massiv verunsichert. Diese Phase ist aber überwunden. Aber massiv verunsichert? Ja, selbstverständlich. Weil ehrlich gesagt, 2,5 Wochen vor einem Parteitag zu sagen, ich trete nicht an, ist eine massive und gravierende Verunsicherung. Ja. Aber er hat in Summe als Kanzler viel geleistet und er hat in Summe auch als Parteichef viel geleistet. Wir haben in der Regierung Dinge beschlossen, die sich die Partei über Jahre erwartet hat, nämlich irgendwie Maßnahmenpakete für ältere Arbeitnehmer, die Abschaffung des Pflegeregresses. Da haben wir in der Regierung wirklich viel zusammengebracht und das ist eine Bilanz, die niemand schmälern kann und die man ihm auch nicht wegnehmen kann. Aber er hat die Partei verunsichert und diese verunsicherte Partei muss jetzt wieder zu sich selber finden. Da braucht es ja fast psychotherapeutische Fähigkeiten. Die hätte ja wohl auch der Christian Kern gebraucht, ein bisschen eine psychotherapeutische Betreuung, unter anderem von Ihnen. Weil dieses Hin und Her, dieses Vor und Zurück, insbesondere dann in der EU-Spitzenkandidatfrage, wer kann denn das noch nachvollziehen, bitte? Also EU-Spitzenkandidatur von Ihnen selber aufgelegt, alles klar, dann macht er das und dann sagt er plötzlich nein. Warum das? Eine persönliche Entscheidung ist eine persönliche Entscheidung und ich muss sagen, ich habe Respekt davor, dass jemand sagt, aus privaten, familiären, persönlichen Gründen mache ich das eine und das andere nicht. Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Das kann man sich vorher überlegen, bevor man das annimmt, die Spitzenkandidatur. Du entschuldigen, dass ich so naiv frage. Er hat diese Entscheidung für sich getroffen und ich habe diese Entscheidung nicht zu kommentieren und ich habe sie zu respektieren, dass das für die Partei eine schwierige Situation war, ist klar. Aber wir haben gestern eine seriöse, gute Entscheidung getroffen und werden entschlossen, thematisch gut aufgestellt und personell gut aufgestellt in diesen Wahlkampf ziehen. Er hat im Interview mit mir gesagt am Sonntag, der Trotzda und die Rendi Wagner, und zwar durchaus bitter in der Stimme, der Trotzda und die Rendi Wagner werden nicht unglücklich sein über meinen Rückzug.
es geht nicht darum, ob man glücklich oder unglücklich ist. Ja, er hat eine Entscheidung getroffen, es ist zu respektieren und aus professioneller Sicht hätte ich ihn gern als Frontrunner und als Wahlkämpfer gesehen. Warum? Also, weil er ein guter Wahlkämpfer ist und weil er ein guter Europakandidat gewesen wäre. Er hat es für sich anders entschieden und ich nehme es zur Kenntnis. Und da gibt es jetzt das Gerücht, dass Sie ihm sein sozusagen Wunschszenario abgeschossen hätten, nämlich dass er eine liberale Allianz bauen wollte mit Macron, mit Renzi, mit den Neos und den Grünen in Österreich und in Wahrheit ja gar nicht mehr als SPÖ, sondern als Freunde Europas kandidieren wollte. Das hat er Ihnen gesagt, nehme ich an. Und da haben Sie ihm gesagt, dass das mit Vorsicht zu genießen ist im Hinblick auf die Partei, richtig? Naja, man muss sagen, jetzt ehrlich gesagt, ich bin der Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Ja. Und als Bundesgeschäftsführer der SPÖ habe ich die Interessen der SPÖ zu vertreten und die Inhalte der SPÖ und die Positionierungen der SPÖ. Und gleichzeitig auch darauf Wert zu legen, wie die sozialdemokratische Parteienfamilie international und europaweit sich aufstellt. Ich bin der Meinung, bei Wahlen ist immer zuerst die Wählerin und der Wähler am Zug und über Koalitionen und über Allianzen entscheidet man nicht vor der Wahl, sondern nach der Wahl und man tritt selbstbewusst mit eigenen Inhalten an. Und insofern muss ich sagen, habe ich immer sehr unterstützt seine Ambitionen als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokratie, der SPE, anzutreten. Hat ja eine ganze Reihe von Gesprächen geführt. Ich glaube nur, in diesen inhaltlichen Fragen und in diesen Positionierungsfragen muss man ganz klar sein und das sollte man nicht verwässern. Da geht es uns um ein soziales Europa, geht es uns um ein Europa, das investiert. Da hätte Macron so viel Chaos hineingebracht. Ehrlich gesagt, die inhaltlichen Überschneidungen mit der Politik der Liberalen, ja, weil Macron diskutiert ja sehr stark mit ALDE, sind geringer als mit den politischen Inhalten der Sozialdemokratie. Da haben Sie zweifellos recht. Wenn Sie das also vermuten. Sie waren nicht begeistert von dieser liberalen Regenbogenallianz. Ich finde die Idee zu sagen, es gibt die proeuropäische Erzählung und man stellt die proeuropäische Erzählung dem Kaczynski und Orban Europa und dem Stacheldraht Europa gegenüber richtig. Ich finde nur den Zeitpunkt, diese Diskussion zu führen, falsch und problematisch. Und das haben Sie gesagt und daraufhin jetzt kurz gekracht. Wir haben das gemeinsam mit ihm diskutiert. Ich habe keinen Krach vernommen, sondern Christian Kern ist zu der Meinung gekommen, dass er sich aus der Kandidatur zurückzieht. Wir haben es akzeptiert. Das heißt, das war die Vergangenheit. Lieber Thomas Trotzdorf, wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann reden wir für die Zukunft, weil Sie haben in Rekordzeit den neuen EU-Spitzenkandidaten aus dem Hut gezaubert. Man hat ohnehin das Gefühl, Sie sind da ein bisschen ein David Copperfield der Sozialdemokratie derzeit und müssen jetzt in einen Parteitag rein, in eine Offensive rein, so in eigentlich Kurz und Strache in die Defensive bringen. Schauen wir gleich, wie es weitergeht. Kurze Werbepause und dann kommt Thomas Trotzdorf mit seiner Zukunftsvision für die SPÖ. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Thomas Trotzdorf, der neue Bundesgeschäftsführer der SPÖ, über Randy Wagner, Kern und Co. Ja, bei uns derzeit zu Gast am Montag bei Fellner live. Der Politiker, der derzeit den schwierigsten Job im Lande hat, weil er wieder die SPÖ auf Vordermann bringen muss, weil er den Abgang des Christian Kern verkraften muss, weil er einen Parteitag vorbereiten muss. Also viel schwieriger als der Job des Thomas Trotzdorf, kann ich mir derzeit Politik nicht vorstellen. Danke, dass Sie trotzdem ins Studio gekommen sind. Da war also der Schock Kern, über den wir geredet haben, und die Verunsicherung der Partei etc. Und dann haben Sie in Rekordzeit einen neuen Kandidaten rausgezaubert, den Andreas Schieder. Warum den Andreas Schieder als EU-Spitzenkandidat? Ja, ich glaube, wir haben in Rekordzeit zweierlei Dinge geschafft. Wir haben in Rekordzeit geschafft, Pamela Rendi-Wagner als Parteivorsitzende zu designieren und vorzuschlagen, die große Akzeptanz nicht nur innerparteilich, sondern auch bei Wählerinnen und Wählern hat, wenn man die aktuellen Umfragen liest und richtig interpretiert, die sie ja auch in ihrer Zeitung veröffentlicht.
veröffentlicht haben. Und wir haben auch in sehr kurzer Zeit ein Kandidatenduo nominiert an der Spitze des EU-Wahlkampfs, wo wir zwei absolute Routiniers jetzt vorne haben, mit Andreas Schieder, einem der erfahrensten und versiertesten Außen- und Europapolitiker, der international hervorragend vernetzt ist, in der europäischen Sozialdemokratie hervorragend vernetzt ist und klare inhaltliche Vorstellungen dessen hat, was man in Europa zu tun hat und gleichzeitig auch ein erfahrener Innenpolitiker ist, weil das Link zwischen Innenpolitik und Europapolitik immer wichtiger wird. Da geht es um die Transmission und die Art und Weise, wie da die Zahnräder ineinander greifen. Und dazu kommt Evelyn Regner, die eine erfahrene Abgeordnete ist, die jetzt seit 10 Jahren im Europäischen Parlament ist, die ich auch in meiner Zeit als Kulturminister gut kennengelernt habe. Das ist eine der engagiertesten Kämpferinnen beispielsweise für diese ganzen Fragen des Urheberrechts gewesen, die für Sie als Verleger sicher auch interessant sind. Eine Frage, wie man sich sozusagen positioniert gegenüber den großen Internetkonzernen, Facebook, Google. Ich muss trotzdem sagen, wirklich sexy ist dieses Duo nicht, ne? Ich muss Ihnen sagen, das sind zwei Vollprofis. Ja, ja. Die verstehen ihr Geschäft und die treten in den Wahlkampf ein mit einem weiteren Vollprofi. Das ist sozusagen, dem Respekt zu zollen ist, und das ist Ottmar Karas. Und sie treten in den Wahlkampf ein gegenüber einem Herrn Welimski, von dem man weiß, dass er in Straßburg gern Champagner trinkt und in Wien Wasser redet. Aber man muss schon dazu sagen, auch beim Andreas Schieder ist ja nicht alles optimal gelaufen, weil der hat schon ein bisschen ein Verlierer-Image. Zuerst hat er gegen Michael Ludwig in Wien diese Wahl verloren, wobei, muss man sagen, mit sehr viel Respekt der gesamten Partei, muss man fairerweise sagen. Und dann wurde ausgerechnet von ihrer neuen Parteichefin Randy Wagner eine Woche vorher demontiert, bevor er Spitzenkandidat wurde. Da hätte man ja vielleicht eine Woche warten können, dann hätte sich die Demontage ein bisschen anders dargestellt. Entschuldigen, also optimal nenne ich das nicht als Management. Ja, aber Herr Fellner, was Sie als Demontage beschreiben, ist ja am Ende ein sehr profaner Vorgang. Und der besteht darin, dass die neue Parteivorsitzende sich entschieden hat, den Parteivorsitz und den Clubvorsitz in einer Person, nämlich in ihrer Person, zu vereinen und dann eine Teamaufstellung hat, wo sie sozusagen die Arbeit auch auf mehrere Schultern verteilt. Wir werden heute am Nachmittag eine Clubsitzung haben, wo auch weitergehende Entscheidungen getroffen werden. Also das war keine Entscheidung gegen Andreas Schieder, sondern es war eine Entscheidung dafür, dass sie gewisse Dinge operativ selbst machen möchte, was im Übrigen nichts Ungewöhnliches ist, weil selbstverständlich ist es so gewesen, dass auch der Kärntner Landeshauptmann sagt, er ist Landeshauptmann und Parteivorsitzender, auch der Wiener Bürgermeister. Aber trotzdem, also sie hat muss sich man sagen, der arme Andreas Schieder hat eine Woche gelitten wie ein Hund, wie er bei diversen Pressekonferenzen von ihm unübersehbar war. Und dann steigt er plötzlich als EU-Spitzenkandidat wieder in den Ring. Also Ihre Partei ist derzeit schon für jede Form der Überraschung gut. Schon, aber jetzt sind wir mit den Überraschungen durch. Wie Sie es bezeichnen, jetzt herrschen klare Verhältnisse. Gut. Und Sie wollen mit dem Andreas Schieder tatsächlich die EU-Wahl gewinnen. Ja, selbstverständlich. Das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch, den wir haben. Ja. Und das halte ich für realistisch und für möglich, weil sonst wäre die Entscheidung so auch nicht getroffen werden. Und im Übrigen ist es ja keine einsame Entscheidung von mir, sondern es ist eine Entscheidung, die wir gestern im Präsidium getroffen haben. Formal ist es eine Designierung, die hat auch der Parteivorstand noch zu diskutieren. Andreas Schieder ist ein extrem erfahrener Politiker. Er ist ein seriöser Politiker, er ist ein Sachpolitiker. Er versteht Europa, er versteht die wichtigen Fragen der Wirtschaftspolitik. Aber es wird jetzt einmal einen brutalen Wahlkampf geben, das ist Ihnen schon klar. Weil so wie Christian Kern das angesagt hat, und ich glaube, das deckt sich auch ein bisschen mit Ihrer Strategie, wird das ja ein Kampf links gegen rechts, das wird ja ein Pro-Europa gegen ein sozusagen Europa der Zerstörung, wie Kern das genannt hat, ja. Das wird ja ein Wahlkampf, da werden die Fetzen fliegen. Ich finde,
auch gut, dass man in einem Wahlkampf ganz klar Kante zeigt und Profil zeigt und am Ende sagt, für welches Europabild man steht. Und da gibt es das Orbán-Europa, das die Pressefreiheit einschränkt, das am Ende nur den kleinen eigenen Vorteil sieht, Steuerquoten von unter 10% auf Kosten der Nachbarstaaten, ja, Investitionen zu bekommen. Und es gibt bei uns den Wilimski, der sich da ins Bild fügt. Es gibt in Italien den Herrn Salvini, der sozusagen auch ein endenwollender Sympathieträger ist. Es gibt die AfD. Wenn sich die in diesem Umfeld wohlfühlen, wir fühlen uns in einem proeuropäischen Umfeld wohl, wo klar ist, es geht am Ende darum, dass es ein Europabild gibt, das positiv ist. Und Ihnen ist natürlich klar, als neuen SPÖ-Geschäftsführer, Sie müssen diese Wahl gewinnen, ne? Mir ist klar, dass wir diese Wahl gewinnen sollen und wir werden die Voraussetzungen dafür schaffen, das bestmöglich zu tun. Ich fürchte aber die Auseinandersetzung nicht, weil ich muss sagen, ich bin, weil ich irgendwie meine Biografie kurz erwähnen konnte, geprägt durch die Franitzky-Jahre. Und in den Franitzky-Jahren haben wir einen EU-Beitritt bewerkstelligt und am Anfang der Kampagne sind wir irgendwie mit skeptischen Stimmen von allen Seiten konfrontiert Heider worden. Heider damals primär, ne? Heider und die Schildl aus Leukot und dieser ganze Unsinn, aber auch mit großer Skepsis in der SPÖ, in der eigenen Partei konfrontiert gewesen. Und Sie wissen, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Wir haben eine Zweidrittelmehrheit geschafft. Also ich glaube, es gibt eine positive Europaerzählung. Man kann für Europa positiv werben. Und wenn man das tut, hat man eine ernsthafte und reelle Chance zu gewinnen. Einerseits ein positiver Europawahlkampf, andererseits ein relativ brutaler Anti-FPÖ-Wahlkampf. Damit sind Sie natürlich auch gleich in einem Anti-Regierungswahlkampf. Weil irgendwann müssen Sie jetzt der Regierung schon langsam mal einheizen beginnen, oder? Also ich glaube, für die Regierung war es sozusagen auch vor dem Sommer schon heiß genug. Ich meine, Sie wissen um die Debatten um den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche, ja, wo die Regierung ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf sozialpartnerschaftliche Traditionen ein Husch-Pfusch-Gesetz beschlossen hat, wo sie mit den Konsequenzen jetzt während der nächsten Monate rechnen wird müssen, weil die Gewerkschaft wird sich das nicht gefallen lassen. Trotzdem sagt ja jeder Journalist, mit so einer Opposition möchte gern regieren. Der eine steht da unter Grabschvorwürfen, die andere ist schwanger und fällt ein paar Monate aus. Und bei Ihnen weiß man noch nicht ganz, wie Sie aufgestellt sind. Also Sie müssen ja, und das erwartet sich ja jetzt auch jeder vom Thomas Trotzter, da mal in die Offensive gehen, oder? Sie müssen die Regierung ja mal unter Feuer nehmen. Das ist sozusagen etwas, was man von uns zu Recht erwartet und was wir auch leisten werden. Wir haben jetzt diese internen Debatten und die Personaldebatten beendet, haben klare Personalentscheidungen und werden uns jetzt den Inhalten zuwenden. Da sind Sie sich sicher, weil es kommt ja noch ein Parteitag am 24. November und da könnte es ja theoretisch noch drunter und drüber gehen. Also ich sehe nicht, dass es am Parteitag drunter und drüber geht, weil ich sehe, wie groß die Unterstützung für Pamela Rendi-Wagner ist und letztlich geht es um sie und sie steht vorne. Es gibt eine große und breite Unterstützung für das Programm und es gibt sozusagen eine Europaliste, die jetzt erstellt wird und da wird das eine oder andere noch an Getauche und Gezerre geben, aber am Ende wird es eine Liste geben. Aber da ist die SPÖ geeint, meinen Sie? Eine breite wird es eine Liste geben, da hat jeder seine unterschiedlichen Interessen, jedes Bundesland hat Interessen, jeder möchte seine Kandidaten durchbringen. Am Ende geht es darum, das Ganze zu einem sinnvollen Ganzen und zu einem guten Team zu formen. Da haben wir mit den ersten beiden Listenplätzen jetzt eine Entscheidung getroffen und werden die nächsten Listenplätze nach dem Reißverschlusssystem und noch dem Bedarf an Kompetenz erstellen. Und den Parteitag sehen Sie positiv und dann geht eine andere Regierungsoffensive los. Weil eigentlich müssen Sie die Regierung jetzt einmal unter Druck bringen mit der Rendi Wagner. Den Parteitag sehe ich sehr positiv. Ja. Und wir werden uns mit der Regierung in einer sachlich harten und bestimmten Art und Weise auseinandersetzen. Und da ist das 12-Stunden-Tag-Thema eines, wo wir das schon gezeigt haben. Es ist das Thema der Sozialversicherungen, wo es am Ende darum geht, ein bewährtes System zu zerschlagen, um 500 Millionen Euro für Großspender rauszuziehen. Auch das werden wir aufzeigen und diskutieren. Aber wir werden abseits dieser Absurditäten, die von der Regierung vorgeschlagen sind, unsere eigenen Themen spielen und unsere eigenen Themen bringen. Die Sie genannt haben. Die ich genannt habe. Diese drei Wohnen, Pflege, genau. Das sind die Themen, die Menschen wirklich interessieren, die unter den Nägeln brennen und nicht diese Fragen. Und Pamela Rendi-Wagner wird Ihrer Meinung noch die nächste Kanzlerin? Ja, selbstverständlich.
Warum? Weil sie alle Voraussetzungen hat. Sie hat die Voraussetzungen dafür zu führen, sie hat die Voraussetzungen der Teamfähigkeit und wir werden sie als Kanzlerkandidatin präsentieren und sie ist das positive Gegenmodell zu Sebastian Kurz. Das wollte ich gerade fragen, wie wollen Sie mir oder jemandem erklären, dass Pamela Rendi-Wagner eine bessere Kanzlerin ist als Kurz derzeit? Das wird sich in, den nächsten Jahren... Was ist besser? Was besser ist, ist vollkommen klar. Sebastian Kurz ist im Grunde genommen ein kalter Berufspolitiker, der am Ende rein machttaktisch und machtkalkülmäßig seine Entscheidungen trifft. Und Pamela Rendi-Wagner ist eine Frau, die als Ärztin einen sozialen Beruf ausgeübt hat, die Menschen mag, ja, und die mit der Gesellschaft etwas vorhat, nämlich die Gesellschaft zu einen und zusammenzuführen und nicht irgendwie diesen rechtspopulistischen Kurs, den Sebastian Kurz von den Freiheitlichen abgeschaut hat, fortsetzen wird. Weil das ist etwas, was man bei uns nicht will. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Idee, eine Gesellschaft zu spalten in gute und schlechte Journalisten, in gute und schlechte Mindestsicherungsbezieher, in gute und schlechte Ausländer, eine völlig falsche Idee ist. In Spaltung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Am Ende gibt es gemeinsame Interessen. Und Österreich war immer gemeinsam stark. Dass wir heute dort stehen, wo wir stehen, liegt daran, dass wir immer gemeinsam aufgetreten sind. Und für diese Gemeinsamkeit steht sie. Also das war schon die Wahlkampfansage des Thomas Trotzter. Danke, lieber Herr Trotzter, dass Sie zu uns gekommen sind, nach diesem doch sehr heftigen Wochenende, wo Sie ja voll im Einsatz waren mit Parteipräsidium etc. Ich nehme an, es geht ähnlich turbulent weiter. Alles Gute für den Parteitag und dann bin ich gespannt auf die EU-Wahl, was Sie da als David Copperfield der SPÖ aus dem Zauberhut zaubern werden. In diesem Sinn, danke vielmals fürs Kommen. Wir gehen in eine kurze Pause, dann ist Fußball angesagt. Hans Kranke und Toni Polster sind zu Gast und analysieren den Didi Kübauer und sein Schicksal bei Rapid. Wir sind gleich wieder da.